Leiter. Dass dadurch die Fähigkeit des anderen sofort wieder einsetzbar ist. Aber das hier liest sich sehr gut. Als auch das hier, weil 50% sind schon echter Brecher. Ja, also entweder gemeinsame Sache oder verrückte Wissenschaft. 50, wir haben gar keinen Punkt. Okay, war trotzdem interessant zu gucken. Okay. Schlaf noch. Reichen. Jetzt sollten wir essen und trinken. Fast wie im echten Leben. Trinken. Und essen. Jo. Speichern. Frisch abgefälscht, Spot geht's raus. Ja, ich meine, muss ich den jetzt da unten frisch machen, oder wie? Gib mir mal ein M. Geht jetzt aber nicht, weil ich im falschen Schwierigkeitsmodus bin oder im richtigen Schwierigkeitsmodus, aber das kann ich dann hier nicht machen. Okay. Was sind das für andere Aufträge? Moment mal. Da komme ich aber dann nicht dran. Lalala. Irgendwie, nein. Ecken 5. Dann Sanita. Meine Jungs werden dort immer noch stinkig sein, oder? Tagebuch. How goes the hunt? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. Wahre Liebe. Hat das irgendwas mit eurem sinnlichen Übereinkommen zu tun? He tell you that, did he? I might have kicked his ass from one end of the groundbreaker to the other a few years back. Whatever he reads into that is his business. That ain't how McRed put it. Something obviously happened between you two. Of course, he might have been chewing mushrooms at the time. Don't think too hard on it, Felix. Seriously, don't. Okay, so viel zum Kopfgeld. Ich würde gerne was anderes fragen. Nehmen wir mal an, ich möchte
Ein Vorfall melden. Assuming the nature of the incident is both sufficient cause for infraction and under our jurisdiction, I'll take your statement and open an investigation into the matter. Now then, what's happened? Im Moment noch nicht. Bit of a contradictory one, ain't you? Or were you making an ill-attempted joke? Well, I suppose it ain't a crime to change one's mind. You need me, you know where my offices are. Ich kam nicht umhin zu bemerken, dass auf Phineas Wells ein Kopfgeld ausgesetzt ist. The outlaw scientist fella, right. The board's had it out for him for ages. If you have an inkling of the where's or what for's of his location, Udon Bedford would surely like to hear it. Ist er als ein berüchtigter Krimineller oder so? To the board, yeah. You've read his wanted poster. Whole list of things to get their unders in a wad. But he's never done nothing to Groundbreaker, so I've no problem with him. We keep the poster up to keep the peace is all. Möchte ein Verbrechen melden? I'd like to be off duty for the night, but as I've several more hours remaining on my shift, I am obligated to hear you out. So if I say I'd like to report a crime, you gotta listen to me. I should leave with that next time I'm in trouble. Did you actually have something to report, or are you here to make fun? Now then, what's happened? Hey, Moment. You need me, you know where my offices are. Bin schon weg. Ja, jetzt gibt's die Möglichkeit, entweder den einen Typen da unten als Fake tot zu melden über sein Feuerzeug. Ich glaube, das mache ich mal. Vielleicht ist er mir dann dankbar, auch wenn er jetzt gerade sauer auf mich. Geht aber nicht mehr, ne? I've been ruminating on it, and I decided, if you ain't killed McRed yet, I want you to hurt him a little before you do. Nothing excessive, mind you, but the scoundrel deserves a light beating at least before he kicks off. Jens mal. Here's the bounty payout. Nice work down there. With any luck, we can hire more sharp-eyed bounty hunters like you in the future. Dann weg. Machen. Sollten wir. Auch noch anschauen. Also gut. Oh. Didn't I request no more fertilizer shipments be brought on board? Who keeps ordering these? Verladungen? Meine Kabine. Aktuelle Nachrichten abrufen. Superdiff Sam. Erstes Ergebnis zu Sam lesen. Denk dran, dass bei deinem letzten Job einen ausrangierten Reinigungs- und Wartungsroboter auf dem Schrottplatz im Emerald Vale gefunden. Es sollte kein großes Problem sein, den wieder in Betrieb zu nehmen. Mit ein paar wenigen, aber bedeutenden Modifikationen kann ich mir sogar eine kampffähige Variation vorstellen. Man könnte quasi von einer höchst effizienten Säuberungsmaschine sprechen, so wie ich es mir schon dachte. Könnte lustig werden. Entfernung des Werkteils Seifenreiniger erfolgreich. Lieferung des für den Kampf modifizierten Einsatzes Säurereiniger verzögert. Projektverzug jetzt auf 3 Monate geschätzt. Ich habe ja sonst nichts Wichtiges zu tun. Oh halt, stimmt ja gar nicht. Ich glaube, die Lieferung kommt nicht mehr.
Das Teil ist im Transit verloren gegangen und wird sobald nicht mehr hier eintreffen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ich habe von einem Typen gehört, der ein Mädel kennt, die den Händler kennt, der weiß, wo ich einen Säurereiniger mitgehen lassen kann und der mir für die Info viel zu viel Kohle abgeknöpft hat. Das Teil wurde an eine alte Lagereinrichtung in Roseway geschickt. Wer hätte gedacht, dass ich mal in das Drecksloch zurückkehre? Zum Glück ist Auntie Cleo schon seit Jahren da raus. Ich hole es mir nach dem nächsten, erneuten Halt in Emerald Vale. Wells will, dass ich irgendeine wichtige Person begleite. Details folgen. Finde einen Säurerein. Also in dem Fall in Roseway. Da geht's nach Monarch. Aufnahme des Rotsignals in deinem Schiff an. Ah, bei Ada. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? Notruf erhalten. Kannst du ihn für mich abspielen? Yes, Captain. Beginning playback now. There's viscera and death everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. For law's sake, if anyone's receiving this, please send help. What? No! Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Später, Ada. I request you do not wake me if I am sleeping upon your return. Also Rose ist einer der nächsten Punkte. Ein weiteres Protokoll von Hawthorne erwähnt Gladys Laden bei seiner Suche nach alten Aufzeichnungen. Anscheinend hat der Schmuggler dort öfter eine heiße Spur gefunden. Archivmodul zum Schlagwort Waffe. Aus dem persönlichen Protokoll des Standortaufsehers. Der Captain hat Harris etwas verkauft, das den Namen Redistributor trägt und verschwand dann, bevor wir festgestellt haben, dass das verfluchte Ding nicht funktioniert. Das Einzige, was das Ding bewerkstelligt hat, ist, dass die Anzahl von Bits auf Harris Modul zusammengeschmolzen ist. Es sieht aus wie irgendeine schräge Technologie oder Waffe. Vielleicht kann ein Wissenschaftler damit was anfangen. Aus dem persönlichen Protokoll des Standortsicherheitsbeamten. Doc Caulfield konnte Lem nicht retten. Jetzt muss ich Harris für seinen Mord festnehmen. Hab die Waffe beschlagnahmt und sie vorerst in Bertys Büro untergebracht.
Der Standortaufseher könnte zumindest mal die Formulare auswendig und erklären, was das für ein Teil ist. Keine Ahnung, wo ich Harris einsperren soll. Ist ja nicht so, als hätten wir hier Gefängniszellen. Aus dem Operationsbericht des Friseurs. Vorname Lemuel, Nachname Harry Ford. Arbeitsverhältnis zwangsverpflichtet. Tagesbedingungen 35 Jahre, 2 Monate, 16 Tage, 5 Stunden, ca. 33 Minuten verbleibend. Todeszeitpunkt 18 Uhr 27. Todesursache stumpfe Gewalteinwirkung, Waffe unbekannt. Hat ordentlich was auf den Kopf bekommen, insbesondere ins Gesicht, um genau zu sein. Es ist total durcheinander. Die Nase ist um das Fünffache gewachsen, der Kiefer fast vollständig weggeschrumpft. Die Zähne sind krumm und schief, aber ich schätze, das war schon vor seinem Ableben so. Sollte der Schlag ihn nicht getötet haben, muss er aufgrund der schweren Schäden in seinem Gesicht erstickt sein. Autsch. Okay. Das heißt, in Bertys Büro die Waffe beschlagnahmt und in Bertys Büro gepackt. Speichert sogar meinen Rechner von selbst. Ich habe eine Pflanze mit Puschelblumen dran. Und Wollkühl. Hier leben Wollkühl. Schmatz. Okay. Was auch immer so alles da noch auf mich warten mag. Unter anderem Wollkühl in meinem Raumschiff. Auch Roseway. Eben. Very much. Have you had a moment to look into that little opportunity I told you about on Rose? Nein. You don't hurry up. Someone will get to snooping around there before you do. Wollte ja etwas anderes fragen. What do you want then? My hard-earned wisdom?
Du hast gemeint, dass die Groundbreaker nicht der Kontrolle des Vorstands unterstehen. That's right, dearie. The only independent station in the colony. That's us. Though for how long, I can't say. That all depends on Miss June Lay. The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, ma'am. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Noch mal zu meinen anderen Fragen. Go right ahead, sweetheart. Warum hat der Vorstand die Navigationsschlüssel für Stellar B eingesetzt? Ask the common folk, and they'll tell you it's on account of all the monsters on Monarch desperate to gobble you up. Because that's what the board tells them, you see. I think they made some fool mistake that would make them look bad to the rest of the colony, and they're trying to hide the evidence. Was hat es mit dieser Hitze auf sich? Groundbreakers radiators. Been neither fine nor dandy for weeks now. Miss Junley's supposed to be getting them fixed, but the board's determined to get in her way. Wie meinst du das? The board can't abide a community that won't bend to its will. They've always got one scheme or another running, looking for ways to bring us to heel. Like this heat business. Shameful. But it won't work. No, ma'am. Groundbreaker's free till the day she dies, law willing. Danke für deine Zeit. Anytime, sweetheart. You know where to find me. Miss Yun Lee. I'm not going anywhere, you hear? CNP Boris Pocket. Can be macrowaved in 2.5 seconds. Boris Pocket. Supplied. CNP Boris and Baked Bean. Public Terminal. Letzte Benutzer. Zufällig Callahan M. Der Hut. Ich sag's nochmal, der Hut passt irgendwie nicht. Irgendwas stimmt damit nicht. Wie viele Leute haben das Ding vor mir schon getragen? Das ist mein Leben? Und wenn das so ist, dann muss ich das akzeptieren. Dann bin ich eben euer Mondmann. Aber am Ende wird nichts mehr von mir übrig sein. Ich hoffe, dir geht's gut, Mom. Ach, ich melde dich mal wieder. Ich habe viele Ingenieure als Kundschaft. Ich erinnere mich noch daran, als ich zu Hause auf Terra 2 als Mechaniker gearbeitet habe. Lila Hagen von Sublight hat mir gesagt, dass ich immer noch eine Karriere im Bergungsgeschäft anstreben kann, wenn das hier nicht funktioniert. Kannst du Dad und die anderen für mich drücken? Ich find's echt toll, dass wir so in Kontakt bleiben können, Mom. Kleine Erinnerungen an zu Hause sind wichtiger denn je. Viel Spaß mit den tollen Spacer's Choice Produkten, die ich dir geschickt habe. Kriegst du auch bei dir daheim, aber ich dachte, du freust dich, weil ich ja Konzernrabatt und so krieg. Ankündigung. Die Hitze. Ich weiß, dass es schlimm ist. Mein Büro ist in Kühlkörpern am nächsten. Könnte ich also vorstellen, warum ich jeden Tag dreimal duschen. Mir ist das Problem also durchaus Wir suchen schon nach einer Lösung mit Hochdruck. Mit allem, was uns zur Verfügung steht. Es ist ein mechanisches Problem und dafür gibt es eine mechanische Lösung. In der Zwischenzeit bekommt ihr alle zusätzlich Wasserrationen und legt regelmäßig Pausen ein, ihr habt sie euch verdient. Wenn ihr dringend einen kühleren Ort sucht, sprecht den nächsten Ingenieur an und fragt ihn, wo die Luftzirkulation besonders gut ist. Suche moralisch flexiblen Spacer mit Andockerlaubnis in Stellar Bay. Zahlung im Austausch gegen legales Bergungsgut. Details nach Auftragannahme. Ausstehende Haftbefehle, vergangene Verurteilungen. Wir stellen keine Fragen. Unsere Hintergrundprüfungen filtern kriminelle Elemente raus. Glaubhafte Abstreitbarkeit, Vorgehensweise von Sublight. Weitere Details bei Lila Hagen. Im Lagerhaus neben dem Spreadwurst-Restaurant, zweite Etage. Herumlungern auf Vorstandsgelände ist streng verboten. Das Büro und das Firmengelände von Halcyon Holdings sind ausschließlich für die Abwicklung offizieller Vorstandsangelegenheiten vorgesehen. Personen, die Vorstandseigentum unrechtmäßig gebrauchen, werden entsprechend abgestraft.
abgestraft. Zum Vorstandseigentum gehören unter anderem das Büro von Halcyon Holdings hier auf der Groundbreaker. Der Platz direkt vor meinem Schreibtisch, der Platz direkt hinter meinem Schreibtisch, mein Eingangsbereich, mein Liegeplatz und, was am wichtigsten ist, meine Treppe. Vielen Dank für die Kooperation, Udam Bedford, zertifizierter Vermittler. PS, ich möchte noch anmerken, dass der Nächste, den ich beim Trinken auf der Treppe vor der Botschaft erwische, Bekanntschaft mit der unwirtlichen Seite einer Luftschleuse machen. PPS? Du musst diese Ankündigung bereits zum dritten Mal veröffentlichen und es hängt mir wirklich zum Hals raus. Mit Einverständnis des Vorstands werde ich ungebührlichem Verhalten ohne zu zögern nachgehen. Wen ich erwische, der kann mit einer angemessenen Bestrafung rechnen. Felix Millstone. Alles sehr herzlich, sehr schön. Was it? Thought there'd be more machinery. Must be housed on a sublevel. The engineers get real tetchy if you bother them. Speaking from experience. And he's often asked why there aren't enough new faces in the Halcyon colony. We all want new neighbors from time to time. Oh, hier ist es schön warm, hier flimmert schon alles. Ekliche Checklist. Kühlkörpertemperatur, Rohüberlauf, Lebenshaltung, Mannschaftsmoral, geplante Aufenthalte, Checklistenwartung, Zähne putzen, du schaffst das, Chindley. Persönliche Dateien. Hintere Buchten. Mehr Beschwerden über den Zustand der Andockstation. Captain Maurice hat schon mehrfach gesagt, dass sie McGrath und seine Banditenbande von dort vertreiben dürfen. Sind so damit beschäftigt, Haftbefehle und Rechtfertigungen in Papierform zu bekommen, jemand anders all ihre Probleme inoffiziell lösen soll. Tut mir leid, Jungs, nicht meine Aufgabe. Status der Promenade. Seit Martin Callahan hier aufgetaucht ist, ist die Moral um 18% gesunken. Muss an der verdammten Maske liegen. Noch eine Wanze im Büro gefunden. Das Ding war so groß wie ein Wurfball und das Kabel hat direkt zu Subway zurückgeführt. Sehr subtil wie immer, Lila. Ilja. Hätte schwören können, der Roboterkoch kam zusammen mit einem Konzerntechniker hier an. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, dass der Typ die Station je wieder verlassen hat. Muss ich mal genauer an. Threat-Plage bei Rest and Go läuft langsam aus dem Ruder. Wehe, wenn Evil die kleinen Mistviecher wieder züchtet. Ich schwöre beim Gesetz, dass ich ihren Stand dann aus der Luftschleuse werfe. Ja, das könnte sein. Nachricht. Liebe Dame, die Implikationen deiner Anschuldigung rauben mir die Luft zum Atmen. Bin mir sicher, dass wir uns einig werden können. Ein Vermittler des Vorstands ist schließlich dafür da, zwischen wichtigen Parteien hier und dem Vorstand zu vermitteln. Wenn du dich dazu entschließt, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren, solltest du noch einmal über die Expansionsentwürfe der Botschaft nachdenken, die ich bereits präsentiert habe. Zeichen des